Hallo Fußballfreunde, willkommen zurück zum Fußballmanager und weiter geht's beim VfL Bochum. Nun am 29. Spieltag müssen wir auswärts ran beim VfL Wolfsburg. Das wird, ja, härter geht's nimmer, weil auch Wolfsburg in der Rückrundentabelle aktuell Erster ist und auf ja, Wolke 7 schwebt, sag ich mal, vom Erfolg her. Wir beginnen jetzt aber erstmal, ja, wie gewohnt, mit den Vereins-News. Ja, beginnen wir dann mit einer positiven Nachricht. Wieder ist ein Spieler von uns, diesmal Tim Oermann, in die Elf der Woche gewählt worden. Ja, für unsere für die Reputation und allgemein auch für die Entwicklung der Spieler in jeglicher Hinsicht natürlich richtig gut. Und da freuen wir uns natürlich alle drüber. Dann habe ich ein neues Talent verpflichtet, was mir empfohlen wurde, quasi Nasratullah Mohammadi. Ich sag mal, an und für sich würde ich ihn eher so in der defensiven Position, also wie ihr sehen könnt, Ball erobernder Mittelfeldspieler einplanen. Ist jetzt, ich meine, gut, noch 16 Jahre, also sehr, sehr junger Spieler. Aber nichtsdestotrotz sehe ich den da so von den Veranlagungen her, bezogen zum Beispiel auf Mut, Einsatzfreude oder auch Teamwork, mehr so im defensiven Mittelfeld als zum Beispiel in der Innenverteidigung oder hier außen rechts. Flankenspiel ist natürlich nicht so gut. Schnelligkeit kann sich natürlich noch alles entwickeln. Eine gute Zielstrebigkeit hat er. Persönlichkeit, ja gut, da kann man mit Mentoring-Gruppen noch nachhelfen, eventuell, aber an und für sich ein, ja, gutes Talent. Ich hatte jetzt nicht so die besten Vorschläge, also die Sichtungen waren jetzt nicht so Bombe bisher, was ich dieses Jahr an Talenten vorgeschlagen bekommen habe, aber ein, zwei waren dabei, er war einer davon. Der zweite ist Fahri Aktay, auch so Kategorie. Ja, auf jeden Fall defensiv mehr so gesehen beste Position Innenverteidiger, aber auch den sehe ich da mehr, wenn weiter vorne oder wenn auf Außen, auch da ist natürlich Nachholbedarf, aber der ist sogar noch ein Jahr jünger, also von daher alles gut. Da gibt es aber auch schon Interesse an einem Transfer, nämlich FC Augsburg möchte da, sehe ich gerade selber zum ersten Mal. Ist da, Augsburg ist da schon dran, können Sie aber vergessen, weil wir den jetzt erstmal selber gerade verpflichtet haben und das wird nichts. Dann zwischenzeitliches kleines Testspiel in der Länderspielpause, um die Spieler fit zu halten, natürlich auch um die Spielpraxis hochzuhalten, bezogen vor allem auf Reservespieler und allgemeine Fitnessrückstände wieder aufzuholen. Ja, nicht mehr, wenn nicht weniger, ist gut gegangen, 4:0, wie ihr sehen könnt, Doppeltorschütze Mikkelsen, Ramirez und Soares mit den Treffern. Insgesamt ein ganz entspanntes Spiel, keine Verletzungen oder sonstige Vorkommnisse. Dann Wahl zu den, also die 50 besten Wunderkinder im Fußball wurden wieder gewählt. Die ersten drei, darunter zwei Bundesligaspieler, Schielderup vom FSV Mainz 05. Aktuell Marktwert von 36 Millionen, richtig interessantes Talent auch, wie man sehen kann. Also da sind richtig ordentliche Werte bei, verdient aber auch schon ganz gut mit aufgerundet 3 Millionen Euro. Und der zweite im Bunde, aktuell der führende der Torschützenliste und einen stolzen Marktwert von 110 Millionen Euro. Und auch ein hohes Gehalt von 5 Millionen. Ist Youssouf Moukoko, 19 Jahre alt, aber auch ein Abschluss, einen bärenstarken von 18. Super Antritt, eine super Schnelligkeit. Balltechnisch super drauf, Dribbling, also ja, ein absolutes Megatalent, ne? Da kann man echt nicht meckern. Dann sehen wir hier noch weitere Talente. Einfach mal kurz so durchblättern. Den einen oder anderen habe ich mir selber mal auf die Liste gepackt, wie hier zum Beispiel Paul Scholl. Noch relativ günstig mit 2,7 Millionen Euro. Verliehen aktuell von Bayern an Rostock. Und wenn sich da im Sommer jetzt nichts Spektakuläres ergibt, da gibt es keine Interessen außer unsere eigene, dann kann ich mir da vorstellen, vielleicht mal anzubaggern und vielleicht zu gucken, dass wir den vielleicht verpflichten können, weil mit solchen Voraussetzungen ist ja perfekt. Vor allem zum Beispiel schon Schnelligkeit ist super da, passen, balltechnisch sehr gut, passt dann auch in unser System rein, sehr gut. Also von daher werde ich da mal versuchen, eventuell den zu holen, wenn sich das finanzieren lässt und wir haben auch genug Mittel da vor allem. Da war noch ein Spieler. Ich glaube, Carboni war es. Nee, der war mir ein bisschen zu teuer. Kalemba, genau. Den fand ich auch ganz interessant. Mit 1,4 Millionen auch finanzierbar. Vertrag bei Mainz 05. Aber auch eine relativ gute Ausstiegsklausel finanzierbar mit 2,7 Millionen Euro. Wer ist jetzt
sag ich mal, von der Einstufung her jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Aber solche Spieler können wir immer ganz gut gebrauchen. Gerade im Mittelfeldzentrum, ne? Solche Beißer, sage ich jetzt mal, Aggressivität ist nämlich da, wie ihr schon sehen könnt, gut dabei. Mut auch. Also der scheut sich nicht in den jungen Jahren, sich da reinzuschmeißen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Definitiv. So, dann kommen wir auf den VfL Wolfsburg zu sprechen. Da haben wir bisher in der Karriere noch gar nicht gewonnen. Beste Ergebnis so gesehen war im Hinspiel das 3:3 zu Hause. Da haben wir nach dem 0:2 nochmal das Spiel gedreht. Dann unglücklich noch aus der Hand gegeben mit dem Ausgleichstreffer leider. Aber war auf jeden Fall ganz gut. Wolfsburg, wie ja schon gerade angedeutet, die sind aktuell richtig super drauf. Ach, da. Seit 10 Ligaspielen, wenn man jetzt die Pokalspiele ausklammert, seit 10 Spielen ungeschlagen. Zu Hause sowieso richtig bärenstark. Noch in der Europa League dabei, im Viertelfinale. Taktisch, das sieht man hier besser dann, wenn die Aufstellung kommt. Aufstellung soll dann so aussehen. Die Startformation Haller, wie ihr sehen könnt, den haben die geholt im Winter von Dortmund oder aus Dortmund für 35 Millionen Euro. Die Abwehrreihe, die kennen wir ja schon mit Kohn Castells im Tor. Das wird auf jeden Fall ein brutal schweres Spiel. Wie gesagt, Wolfsburg nicht zu unterschätzen, beziehungsweise da sollte man echt mehr Respekt an die Sache rangehen. 10 Spiele ungeschlagen, das macht man ja nicht so einfach im Vorbeigehen. Zumal, können wir uns auch noch schnell angucken. Die sind aktuell, wie ja schon erwähnt, Rückrunden. Bester, so gesehen, mit 2 Punkten. Ich meine, wir brauchen uns nicht verstecken, ne? Zweiter Platz, dahinter direkt, also so gesehen, Topspiel der Rückrunde, Erster gegen Zweiter. Aber vor allem aufgrund der Entwicklung der Mannschaft, auch was die da jetzt ausgegeben haben und auch am Spielermaterial vorhanden ist, das wird ein brutaler Ritt, sag ich mal. Unsere eigene Aufstellung wird so aussehen. Etwas defensiver natürlich, weil versuchen da nicht überrannt zu werden. Mit einem leichten Nadelstich nach vorne selbst natürlich. Hoffen, dass wir da nicht zu offen ins Messer rennen. Versuchen, den Gegner noch schnell unter Druck zu setzen, den Spieltrieb zu stören. Ich habe jetzt mal wieder das Passspiel abgeändert. Also wir hatten zwar eine hohe Passquote, beziehungsweise einen hohen Ballbesitz, aber ein bisschen bieder gewesen, sage ich mal. War es insgesamt, das hat hier jetzt schon mehrmals angesprochen. Versucht mal wieder das alte Passspiel, war auch ein bisschen aus der Hinrunde. Kann man ja immer noch ändern, wenn es nach hinten losgeht, ne? Also hohes Pressing habt ihr ja gesehen mit Konter und Gegenpressing im Allgemeinen. Geduldig, hohe Flanken, Pass in die Tiefe, Angriffsbreite ziemlich breit. War kurz ein Passspiel, aber dafür schnell, ne? Um die Angriffsbreite dann ein bisschen so damit zu überbrücken. Und ansonsten war es das eigentlich. Plan B wäre dann aufstellungstechnisch ein 4-2-3-1, also offensiver, aber ich habe irgendwie nicht so ein gutes Bauchgefühl dabei, da jetzt so bei so einer starken Mannschaft, die so stark in Form ist, da jetzt so versuchen, so krass mitzuspielen. Also daher erstmal auf Sicherheit. Und wenn wir gut mithalten, können wir immer noch offensiv spielen, denke ich mir. So. Ja, bei dem Passspiel, da bin ich immer noch unentschlossen. Da war ich jetzt erst so begeistert. Ach ja, Angriffsbreite zusammenziehen und dann Kurzpässe, aber ich weiß nicht. Also letztendlich war das dann auch wieder ein bisschen, hatte ich ja gesagt, ein bisschen zu ungefährlich insgesamt. Hatten jetzt häufiger mal einen XG-Wert, der noch nicht mal eine 1 hatte, ne? Also 0,8 oder so. Das ist immer so ein Zeichen. Vielleicht nicht unbedingt ja, der zwingendste und gefährlichste Spielaufbau und die. Nicht die unbedingt die gefährlichsten Kombinationen nach vorne vor allem, ne? Deswegen. Ja, bleibt erstmal einfach abzuwarten. Ballbesitz jetzt aktuell ist ganz okay. Schuss aufs Tor könnte nur vielleicht mal was kommen. Ja, vielleicht jetzt ja mal. Auch schöner öffnender Pass, Walde, Asano. Und damit die Führung. Ist nur die Frage,
Zählt das Ding? Tor gegeben, jawohl. Ja, das hatte ich mir nämlich gedacht. Ein bisschen. Das war der Sinn dahinter, weil ich mir dachte, hör mal, wo ist denn unsere Torgefahr hin? Auch noch Hofmann, der gar nicht mehr so unterstützt wird. Da dachte ich mir, das kann ja irgendwie nur an der Angriffsbreite und auch an dem Passtempo liegen. Also hoffentlich, aber scheinbar schon. Schriemann stark pariert, nicht leicht zu halten. Auch der war nicht gerade ungefährlich. Na, ja, das passt nämlich auch jetzt hier. Ballbesitz und angekommene Pässe. Ganz okay auf jeden Fall. Ich muss mir das mal unbedingt merken jetzt. Auch mal am besten wirklich einen Screenshot machen. Ich sitze da auch so oft vor und denke mir jetzt doch wieder kürzer oder doch wieder länger. Aber das ist eigentlich unser Passsystem aus dem guten, aus der guten alten Hinrunde. Ach, was mache ich denn? Ja, hier war ganz gaga hier. So. Ja, aber Wolfsburg wird jetzt auch. Ja, drücken wollte ich gerade sagen und das ist der Ausgleich. Lacroix. Hm. 31. Minute. Mann, Mann, Mann. Standard. Ui, auf die Latte. Oberkante der Latte abgeprallt. 6:2, ja, aber XG-Wert dafür 0,5. Ja, Mann, aber echt mit keinem guten Spiel. Würde ich, glaube ich, gleich mal rausnehmen. Alter, Öhrmann, ey. Schnell das Spiel gedreht vom VfL. Ja, Cordoba, diesmal nicht so gut aus. So ein guter Start und dann so ein Pups. Mann, 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 Mann. Ja, Osetoto auch ein für Walde. Schade, also das war jetzt echt schade. Hm, vielleicht dann doch wieder mal den Register ausprobieren. So, mal kontrolliert wahrscheinlich nicht. Auf Gegenpressing gewechselt. Offensiv ein bisschen versuchen, mehr kommen zu lassen. Flügelspiel, ja, wie seht ihr ja, ne? Unterstützung.
Register Stöger, Breithaupt gezogen, dafür jetzt Lucila im defensiven Mittelfeld. Verteidigen weiterhin hoch. Schmeißen uns weiter mehr in die Zweikämpfe rein. Auch das bleibt alles vom Alten. Ach ja, schade einfach. Nur wirklich, also so unglücklich und unnötig, so ein Spiel eine Führung aus der Hand zu geben. Vielleicht machen wir ja noch da 2-2. Da bleibt einfach nur zu hoffen. Ach, Horn, weil ich auch mal überlegen, ob ich den rausnehme. Ja, komm. Abwehrreihe erstmal ordentlich durchgewurstelt. Ersten 20 Minuten, ersten 15 Minuten passiert erstmal gar nichts irgendwie. Nicht so richtig. Ja, den habe ich schon drin gesehen. Ja, jetzt mal mit dem Vorstoß Mikkelsen. Ach ja, das. Alleine auf weiter Flur. Typischer Fall war das jetzt. Jetzt aber komm, reden ja wohl 2-2. Wieder geprüft, ob es abseits war. Ich hoffe mal nicht, bitte nicht. Tor gegeben, jawohl, 2-2. Tutu mit dem Assist, mit dem Chipball direkt Annahme weiterverwertet. Ja, schon überlegen, ob ich jetzt wirklich dieses weiter aufrücken. Stehen wir mehr Standard. Genau. Nicht mehr so hoch. Drauf da, meine Güte, wie dumm kann man verteidigen? Jedes Mal. Wind machte alle nass, dribbelt sich durch, abgefälschter Ball und dann, ach, so ein gerade Dropkick. Hätte es so zum Kotzen, ehrlich, also. Meine Güte, Leute, wie doof kann man sich anstellen da hinten, ne? Naja, also das ist ohne Worte. So. Nochmal umgestellt, etwas offensiver. Ja, weil entweder 3-3 oder 4-2. Was jetzt? Ach so, abseits. Es ist wirklich Hammer, ey. 3-4 Minuten hat die Führung, hat der Ausgleich gehalten und dann zack, kriegst du wieder einen rein. Das ist halt aber auch in die individuelle Klasse, sagt man so schön, ne? Um sich die Sache ein bisschen, ja, komm, ey. Die Sache ein bisschen schön reden zu wollen.
Naja, kann ja nicht alles immer in so ein Fest enden, so gesehen. 3-2 verloren, aber echt, da muss ich echt sagen, echt mega ärgerlicher Spielverlauf. Da kommen wir jedes Mal ins Spiel gut rein, führen zwischenzeitlich, da hat die Führung noch ein bisschen gedauert oder angehalten, dann kriegen wir aber so zwei so dermaßen Genickschläge verpasst oder Nackenschläge, kommen noch mal ran und direkt noch mal einen rein und volle wie dämlich, ne? Also, wütend. So, der Vollständigkeit halber dann der 9, 22, der 9, mal, sag mal, bin ich behindert? Der Vollständigkeit halber der 29. Spieltag dann insgesamt. Starten wir dann mit dem Berlin-Derby. Union Hertha 1:0. Samstags Leverkusen, Freiburg 2:1, Dortmund, Hannover 3:0, Hoffenheim, Mainz 2:1, HSV, Schalke 0:0, Stuttgart, Köln 2:2 und Gladbach schlägt Bayern 1:0. Sonntagsergebnisse Frankfurt, da nutzt Leipzig wieder nicht den Ausrutscher aus, denn die verlieren in Frankfurt 3:0 und wir gerade gesehen verlieren ja, durch Dummheit 3:2. Ja. Philipp Hofmann jetzt Dreierkampf. In der Torschützenliste sehe ich gerade alle drei mit 18 Treffern. Wir selber haben Boden verloren auf Platz 5 und 4. War ehrlich gesagt ein bisschen mit zu erwarten, also schon mehr oder weniger, aber trotzdem der Verlauf des Spiels ist trotzdem, dass ich da am liebsten einen Kotzstrahl fabrizieren könnte. 9 Punkte, aber trotzdem bei jetzt ausstehenden 5 Spielen noch 9 Punkte Vorsprung ist super. So gesehen brauchen wir eigentlich, ja, gewinnen wir 2 Spiele, ist mindestens Platz 7, Platz 6 durch. Und das ist natürlich super, wieder europäisch dabei zu sein. Das ist dann hier doch im Abstiegskampf ein Dreikampf wieder durch den Sieg von Union gegen Hertha, die jetzt auf dem 15. abgerutscht sind. Entschuldigung, ist aber echt kurios, also was da unten so rum krebst im Abstiegskampf. Die können echt froh sein, dass da so ein Schneckentempo, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, ist aber wirklich so, dass da unten so ein Schneckentempo herrscht. Und ich sehe gerade, ja, wir wurden abgeschossen von Helle Aller. Auch der notenbeste Spieler der Liga aktuell. Also vielleicht hätte er nicht gespielt, hätten wir vielleicht was mitgenommen, anders gesagt. Na gut, damit endet der Part. Nächstes Spiel wird sein, dann, ich glaube, da sind wir in der Conference League gefragt, gegen Sparta Prag, genau. Sparta Prag. Da geht es dann weiter. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir positives oder allgemein Feedback da lasst, wenn euch der Part gefallen hat und auch beim nächsten Part wieder mit dabei seid. Tschüss, bis dann.